Moin Leute, willkommen zurück zu Banishers. Wir machen jetzt mal weiter hier im alten Lager im Wald. Ich werde jetzt mal noch eine Nebenmission machen und dann nächstes Mal, oder je nachdem wie weit wir jetzt mit der Nebenmission kommen, machen wir dann die Hauptquest weiter. Ich will nicht die ganze Zeit den Nebenkram machen, sondern auch die Hauptgeschichte so ein bisschen vorantreiben. Weil ich habe schon gemerkt, so zwei Projekte auf dem Nebenkanal, das verzögert alles so sehr und ich will unbedingt auch mal vorankommen hier, weil ich habe ja noch andere Projekte. Und jetzt kommt ja auch bald noch Dragon's Dogma. Eieieiei. Aber das werde ich auf dem Hauptkanal spielen, keine Sorge. Das, ja. Das machen wir da. So, aber jetzt geht's erstmal, wie gesagt, die Leiche finden. Ich habe ja schon letztes Mal, oder was, vorletztes Mal, ich weiß nicht, ich war jetzt im Urlaub. Alles schon ein bisschen her. Werde jetzt erstmal die Leiche nochmal suchen am Flussufer. Den Mord untersuchen wir. Und dann mal sehen, was dabei rauskommt. Oh. Warte, warte. Ein Alpha-Gierschlott. Oh nein. Na komm. Ich glaube, der nimmt mich einer aufs Korn. Ja. Scheiße, ich wollte eigentlich nicht trinken. Ich kann dir helfen. Hey, hallo. Yeah. Bam, bam, bam. Na? So. Bleib tot. Ich trinke halt schon wieder. Statt dass ich irgendwie was anderes mache mit Quadrat. Ich will nicht trinken. Aber genau das ist so ein Grund. Ich will mich halt auf wenige Spiele konzentrieren können und nicht irgendwie alles so breit gefächert. Dann vermische ich da halt immer so ein bisschen auch die Steuerung. Das nervt mich, ehrlich gesagt. Na, na, na. So, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt. Oder habt ihr noch? Ich habe ja leider wieder mal richtig Glück gehabt im Urlaub und wurde krank. War sogar im Krankenhaus. Hab Infusionen bekommen. Also ich hatte so einen ganz fiesen Virus. Keine Ahnung. Und habe eigentlich eine ganze Woche lang aus allen Körperöffnungen. Ich sag jetzt nicht. Bisschen eklig. Aber ja, mir ging es echt scheiße. Irgendwas Falsches gegessen, keine Ahnung. Sie haben auch gesagt, es hätte auch so sein können, dass mich da jemand nur angenießt hat. Aber ich hätte auch schnell reisen können, fällt mir gerade ein. Naja. Ach, jetzt gehen wir nicht auf den Sack hier, komm. Was? Genau. War das nur der Wanderer? Okay, das war nur der eine. So, genau hier. Ja, guten Tag. Am Flussufer, das heißt aber da unten, da muss ich ja eigentlich... Oder? Ach nee, das ist über die Brücke noch, alles gut. So, hier war das, genau. Und hier habe ich dann ja... Ja, hier habe ich dann rumgedreht, weil ich die andere Quest machen wollte, die mit... Wie hieß sie nochmal? Jane? Die amerikanische Ureinwohnerin, die als Geister alle abgemetzelt hat, als Rachegeist. Warte mal, jetzt geht der Marker weiter weg wieder. Da runter muss ich wahrscheinlich. Jo. Oh, was ist hier los? Ach komm. Achtung! Ein Schemener greift Besitz. Ah! Du es nicht! Fort mit dir! Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Oh, das ist wieder so ein Dickerchen. Die weicht ja wieder so schön aus, ne? Hallo. Das ist einfach nicht, oder? Ja.
Genau. Ihr lernt es einfach nicht. Das Kämpfen klappt aber noch ganz gut. So. Jetzt sag mal an, wo ist denn die Leiche? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ach. Wow. Ja, ja, ja. Erstmal enragen. Mich auch wütend gemacht. Warte mal, wir haben was am anderen Ufer übersehen. Was? Eine Kiste. Aber ich sehe doch eine riesen Blutspur. Ist das jetzt wichtiger, die Kiste? Ja, wahrscheinlich. Ach, die geht jetzt... Ah, ich wollte sagen, die geht jetzt nicht auf. Das war natürlich super. Ein Bündel von Briefen, Post wie in Nuiden, Town übergeben, die zur Zustellung an Adressaten, die sich vermutlich in der Nähe von Fort Jericho aufhalten, bestimmt ist. Briefe an Fort Jericho. Jetzt hast du eine neue Aufgabe. Du kannst Postbote sein. Das ist nichts für mich. Zu gefährlich. Wow. In den Zeiten bestimmt, ja. Apfel verfault am Stamm. Ja, aber lustig, dass das jetzt gerade so passt, dass ich das nächste Mal zu Fort Jericho gehen kann. Oder danach. Ein Echo. Es flüstert mir zu. Das könnte unser Opfer sein. Ah. Eine ziemlich ramponierte Schatulle. Einst gefüllt mit dem Sold für die Miliz. Unser Bote trug auch Geld bei sich. Und jetzt ist es weg. Aha. Ein ganz einfacher Mord aus Gier. Wer ist da? Helft mir! So helft mir doch bitte! Dich kenne ich doch! Du bist der Junge vom alten Scudder! Hilf mir doch! Bitte! Na los, Junge! Ich blute, aber so schlimm sind meine Verletzungen nicht. Was machst du da? Steck das Messer weg, Junge! Nein! 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 Alter! Jetzt sind sie doch schlimm, die Verletzungen. Der Stein hat ihn nicht umgebracht. Ertrunken ist er auch nicht. Der Skada-Junge hat es zu Ende gebracht. Und ihn ausgeraubt. Deiner Pisser. Ein toter Bote, gestohlener Sold und ein einziger Name. Wir kennen zwei Skadas, stimmt's? Stimmt. Und einer von ihnen ist nicht gerade der hellste. Ohne ihn beleidigen zu wollen. Oder doch? So, warte mal, ist das wieder in... Ja, okay, es ist wieder im Kaff da unten. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt aber hier oben noch das ansehen will... Nein, ich gehe direkt runter zum Dorf. Komm, also ganz ehrlich, der Bonuskram, so gut und schön es ist, so gut und schön ist es gar nicht, leider. Ich habe mich entschieden, hier nicht die 100% zu machen, auch nicht für mich, weil ich habe weder die Zeit noch irgendwie auch die Lust dazu. Also ist echt schade, weil es macht eigentlich schon Laune, aber ihr seht ja, das sind immer so random Belohnungen, die gar nichts bringen oder irgendwelche Ausrüstung, die ich dann sowieso nicht nutze und hast du nicht gesehen.
Naja, was ist das denn? Du erleidest 25% weniger Schaden, wenn ein Gegner von Einfangen betroffen ist. Oh, die Dauer wird um 2 Sekunden erhöht. Du erleidest 30% mehr Geisterpunkte, aber 30% weniger Lebenspunkte. So. Phantomsatzung lässt einen Wirkungsbereich, der Spektralschaden verursacht. Manifestation kostet 30% weniger Geisterpunkte, aber Red erleidet 15% mehr Schaden. Nee. Astralprojektion wird um Gegner um 10% verringert. Die Abklingzeit? Nee. Wenn zu Antea gewechselt wird, verursacht die nächste Manifestation mehr Schaden? Nein. Du erleidest 5% weniger Schaden für jene Manifestation. Nee, das ist auch scheiße. Antea verursacht mehr Schaden, aber Red erleidet mehr Schaden. Oh, die Größe von Spektralexplosion wird erhöht. Jede Manifestation von Antea erhöht den Schaden von Antea's Manifestation. Aha. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wenn Einfang bei voller Bannerzeuge verwendet wird, verursacht Einfang 1400% mehr Schaden. Alter. Je niedriger die Geisteranzeige, desto weniger Schaden leidet Red. Bis zu 20%. Hey, das ist gut. Das nehme ich. Jetzt haben wir aber noch einen normalen Punkt, den kann ich aber gar nicht einsetzen. Ja. Ich finde es schade, dass man sich immer so entscheiden muss für... Ja, also für und wieder, das ist voll doof. Naja. So, die Scudder. Ja, super. Geht das nicht ein bisschen spezifischer? Wo war denn Beloved Scudder? Da war die Schmiedefrau. War das hier unten? Sag mal. Ich weiß leider nicht mehr, wo das jetzt war, ne? Warte mal, hier oben war die Jagdhütte von Kate. Beziehungsweise Thickskin. Bist du Scudder? Wieder zurück, nee. Mr. McRae. Was kann ich dieses Mal für euch tun? Gar nichts. Auf Wiedersehen, Dan. Ja. Wie gesagt, so ein bisschen genauer könnte es jetzt schon sein, wo man hin muss. Hier? Ist auch nicht das Haus, ne? Hast du schon gelesen? Evelyn, hör auf, mir zu schreiben und nenne ich nicht mehr Schwester. Das ist das letzte Mal, dass ich dir antworten werde. Ich will nichts über dich oder dein Leben in New England wissen. Du spielst dich dort als gute Ärztin auf? Ja, okay. Das war die Ärztin. Also die... Ja. Nicht wirklich Ärztin. Die sich halt auskennt mit Medizin. So, hier hat der Alte gewohnt. Der Händler. Sag mal jetzt, ohne Witz. Sag mir doch mal, wo ich hin muss. Ihr Schweine, ihr. Ich glaube, ich die Kiste jetzt. So, aus Frust. Das gibt's ja nicht mehr viel. Da war ich. Da ist Heaton. Das ist mein Lager. Das hier. Und da wohnt ja der Jacob aus dem Wald. Jetzt könnte das ganz hinten in der letzten Ecke hier sein. Das da. Ohne Scheiß, ey. Es ist... Ist er? Ja, okay. Das Buch wäre besser, wenn Bilder drin wären. Noch besser wäre es, wenn ich lesen könnt. Guten Tag, wünsche ich euch, Mr. McRae, mein Herr, eure Lordschaft. Seid gegrüßt, Credence. Der Junge ist mit Spektralspuren übersät. Ein Geist treibt hier sein Unwesen. Wie stehen die Dinge hier, Credence? Ihr fragt mich. Das ist ja wunderbar. Ich weiß nur leider nichts. Was könnt ihr mir über Thickskin Newsmith erzählen?
Oh, sie ist sehr tapfer, mein Herr. Eine gute Anführerin. Sie macht mir Angst. Was haltet ihr von Kate? Ich weiß nicht. Sie ist nicht sonderlich nett. Beloved kennt sie besser als ich. Wie steht es um das Lager? Sehr gut, mein Herr. Abgesehen von den Streitereien und dem Gemeckere und dem Elend. Aber Kate ist weg und Thickskin führt uns an. Also vielleicht geht es jetzt bergauf. Okay, uninteressant. Ich dachte, er sagt jetzt was dazu. Ist euer Cousin hier irgendwo? Ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Vielleicht ist er in den Wald. Den Teil, der sicher ist. Das macht er öfter. Was macht er denn im Wald? Er sieht wohl nach seinen Fallen. Nicht, dass es dort noch viel Wild geben würde. Warum geht er auch immer weg? Ein Bote wird vermisst. Und die Spuren führen hierher. Spuren? Welche Art von Ach so, die Art von Spuren. Wurde er umgebracht? Wer hat ihn umgebracht? Wer könnte Nein, er könnte das nie. Er würde das nie. Unmöglich. Oder doch? Hat er es getan? Mit er meint ihr da euren Cousin? Beloved, ja. Aber nein, so ist er nicht. Ganz und gar nicht. Er ist einer von den Guten. Ich müsste mich in eurem Haus umsehen. Ja. Ja, natürlich, wenn ihr es für wichtig haltet. Ich werde jetzt einen Blick in euer Haus werfen. Wenn ich irgendwie helfen kann, ihr findet mich hier. Er wollte niemanden belasten und hat doch genau das getan. Wie viel weiß er? Ja. Ganz so hell scheint er wirklich nicht zu sein. Hallo. Na, hier ist nichts mehr. Nee. So, da gucken wir mal. Was hat's denn hier Gutes? Ein Text. Ein Messer. Kein Blut. Karte. Aha. Eine detaillierte Karte von Noiden. Spielt der auf einem Kopfdudelsack? Okay, interessant. Tagebuch der Beloved Scudder. Mein Vater hat sich Ärger eingebrockt. Ich beneide ihn nicht um sein Leben. Ich träume von weit entfernten Ländern, von Hitze und Gesundheit und ehrlich erarbeitetem Wohlstand. Davon, dass ich weit und breit als Geschäftsmann bekannt bin, als ehrlicher Mann mit großem Reichtum, der rechtschaffen handelt. Heute noch ein Traum, aber schon bald Wirklichkeit. Mein Vater ist ein schlechter Mensch, aber er sah das Gute in mir. Möglich, dass er meine Mutter in mir sah. Alle anderen sollen sehen, was sie wollen. Es kümmert mich nicht, was sie über mich denken. Aber ich werde sie alle übertreffen, ein wohlhabender Mann mit hohem Ansehen sein. Mein treuer Cousin stets an meiner Seite. Und doch spüre ich die Saat meines Vaters sich in mir winden. Manchmal brodelt es in mir. Wie werde ich das böse Blut meines Vaters los? Und wie schaffe ich es nicht mehr davor zu fürchten? Beloved träumt von einem besseren Leben. Aber er hat Angst, dass er enden wird wie sein Vater. Ein ambitionierter Junge aus schlechtem Hause? Das ist mal was Neues. Tja. Brief an Beloved Scudder. An Beloved Scudder in Nuiden. Sohn, bevor du es von jemand anderem erfährst, solltest du es von mir hören. Ich habe einen Menschen auf dem Gewissen. Ich hatte mir geschworen, nie jemanden zu töten, aber die Wut hat mich übermannt und bevor ich mich versah, war die Tat geschehen. Wenn mich die Wachtmeister kriegen, werde ich dafür hängen. Ich werde mich hier verstecken, bis ich es nach Nuiden schaffe. Da werde ich dich aufsuchen, sofern weder Häfen oder Hafen noch Straße streng überwacht werden. Erzähle niemandem davon und benimm dich so, wie es sich deine Mutter gewünscht hat. Handle nicht aus Wut, mein Sohn, und auch nicht aus Bösartigkeit oder Habgier. Hüte deine Zunge und wende keine Gewalt an. Mache nicht den gleichen Fehler wie ich, dein Vater. Diese Fessel ist durchtränkt von Geisteressenz. Ja. Beloved hat Angst, zu einem Mörder zu werden, wie sein Vater. So muss es nicht enden. Sein Schicksal liegt in seiner Hand. Hier im Haus ist nichts mehr von Bedeutung.
Verdammter Schottenschnüffler! Wer ist gestorben, dass ihr euch als Wachtmeister aufspielen könnt? Immer mit der Ruhe, Skada. Euer Cousin hat mir erlaubt, einzutreten. Credence sagt immer die Wahrheit und denkt, andere würden dies ebenso tun. Was wollt ihr? Ich widme mich einer Heimsuchung, eurer, um genau zu sein. Ich weiß noch nicht, um wessen Geist es sich handelt, aber er muss einen guten Grund haben, hier zu verweilen. Hier gibt es keine Bestie. Raus aus meinem Haus! Kein Grund, so abweisend zu sein. Was habt ihr zu verbergen, Mr. Skada? Ich? Nein! Ihr wollt mich verwirren! Raus mit euch! Raus aus meinem Haus! Ein Mann ist tot, Skada. Sein Leben wurde ausgelöscht, sein Leichnam gefleddert und in einem flachen Grab verscharrt. Das hat nichts mit mir zu tun! Nein! Lasst mich in Frieden! Ihr könnt uns das nicht antun! Eurem Verhalten nach zu urteilen, war es wohl euer erstes Mal, einem Menschen das Leben zu nehmen, meine ich. Nein! Das würde ich niemals tun! Niemals! Nein! Bitte! Geht! Das reicht! Welch üble Vergeltung ist dies? Okay. Oh nein! Sie haben meinen alten Herrn aufgehängt! Sie haben Jet gehängt! Unsere Blutlinie ist verdammt! Sie werden mich auch aufhängen! Na? Nette Familie. Ihr müsst der Vater des Jungen sein. Mein Sohn ist unschuldig. Ich bin Antea Duarte und das ist Dread McGrath. Wir sind Verbanner. Knüpft euch Credence vor! Ihr schrieb, dass ihr nach New Eden kommt. Ihr seid hier, sozusagen. Was ist passiert? Die Überfahrt nach Boston war gesichert. Ich hatte einen Captain gefunden, der keine Fragen stellte. Und einen Schiffskoch, der die Belohnung brauchen konnte. Bei der Ankunft am Dock nahmen sie mich in Gewahrsam. 10 Tage später brachten sie mich zum Galgenplatz und hängten mich auf. Wegen Mordes? Ja, wegen Mordes. Und dem ganzen Rest. Warum? Wieso habt ihr es getan? Wart ihr schon mal in London, Schotte? Ja, das war ich. Dann wisst ihr, wie die Leute dort leben. Die feinen Pinkel, meine ich. Die Wohlhabenden. Wie glaubt ihr, kommen die zu all dem Geld? Durch ihre Kriege und Steuern ihrer Richter und Geldeintreiber. Sie töten aus Gier. Warum sollte ich es anders machen? Was ist mit Credence? Warum sollen wir nach ihm suchen? Er war als Kleinkind schon ein wahrer Satansbraten. Er ist recht, nachdem seine Eltern starben und wir ihn bei uns aufnahmen. Ich hielt ihn für ein seltsames Kind. Aber er und Mary waren glücklich und er war ein lieber Junge. Sie hat ihn wirklich geliebt. Er ist ein schlechter Mensch. War vermutlich schon immer. Er kann sich besser verstellen als jeder Berufsschwindler und ist schlauer, als er tut. Warum habt ihr ihn dann nach New Eden geschickt? Mary wollte die Jungen so weit wie möglich von Bristol wegbringen. Sie dachte, in den Kolonien würden rechtschaffene Männer aus ihnen. Aber ohne ihre schützende Hand hat Credence meinen Beloved zu einem Gauner gemacht. Seid ihr denn sicher, dass Beloved unschuldig ist? Das glaubt er ja selbst nicht. In ihm fließt mein Blut. Aber auch das seiner Mutter. Und sie war eine gute Frau. Er hat ihr Herz geerbt. Ich kenne meinen Sohn. Er ist kein Mörder. Was wollt ihr, Geist? Warum seid ihr hier? Beloved ist mein Junge. Ja, das haben wir verstanden. Schön, dass ihr hier seid. Also, was wollt ihr? Wir lebten in Bristol.
kam gerade so aus. In einer undichten Hütte mit anderen. Alle waren krank. Meine Frau hatte Besseres verdient. Wir alle. Ich kratzte jeden Schilling zusammen und schickte meine Frau, den Jungen und seinen Vetter in die Kolonien. Beloved ist mein Sohn. Und jetzt, da er erwachsen ist, werde ich dafür sorgen, dass er aufrichtig bleibt. Was ist seiner Mutter passiert? Mary war schwanger, als sie nach New Eden aufbrach. Sie wollte kein weiteres Kind mehr im verdammten Bristol großziehen. Weder sie noch das Kind überlebten den ersten Winter. Beloved und Credence waren allein. Ich wollte ihnen doch nur ein besseres Leben ermöglichen. Ich versagte. Aber es ist noch nicht alles verloren. Ich kann meinen Sohn zumindest davor bewahren, von seinem hinterlichsten Vetter verdorben zu werden. Schlechte Menschen kennen ihresgleichen. Daher weiß ich, dass Credence eine Schlange ist. Er hat ein Versteck im Wald. Dort findet ihr Beweise. Wo genau? Woran erkennen wir dieses Versteck? Es ist eine kleine Holzhütte, aber gut verborgen, westlich von hier, auf einer Anhöhe. Eine versteckte Holzhütte im Westen. Verstanden. Okay. Wir werden Credences Versteck unter die Lupe nehmen und selbst eine Meinung bilden. Ich spreche die Wahrheit, ihr werdet sehen. Beloved hat gerade erst vom Tod seines Vaters erfahren. Vielleicht sollten wir ihn besuchen, bevor wir uns nach Credences Versteck umsehen. Einer von ihnen lügt. Vielleicht lügen sie beide. Dann finden wir heraus, wer lügt. Okay. Warte mal, im Westen. Ist es die Hütte? Ich wette, es ist die Hütte. Die ist nämlich gar nicht so versteckt. Die ist ziemlich offensichtlich. Da war ich ja schon oben. Da ist er ja. Er ist tot? Er ist wirklich tot? Sie haben ihn gehängt, nicht wahr? Ja, das haben sie. Mein Beileid. Danke, aber das ist nicht nötig. Jed war ein furchtbarer Vater und ein furchtbarer Mensch. Die Welt ist ohne ihn besser dran. Werde ich von seinem Geist heimgesucht? Sagt ihr es mir, warum sollte euch der Geist eures verbrecherischen Vaters gerade jetzt erscheinen? Warum sollte er Credence anklagen? Ihr seid der Verbanner. Fragt ihr ihn doch. Oder noch besser, schickt ihn wieder zurück, wo er hingehört. Wie kamt ihr mit Credence zusammen? Er hat bei uns gelebt. Seit dem Tag, an dem seine Mutter verstarb. Er ist per Schiff übergesetzt. Ein Neuanfang für uns alle. Ihr wisst schon. Dann starb meine Mutter und es gab nur noch uns. So ist das jetzt schon seit Jahren. Credence hatte eine harte Kindheit. Aber er macht keinen Ärger. Er ist ein besserer Mensch, als ihr glaubt. Als alle glauben. Erzählt mir von ihm. Von eurem Vater. Was gibt es da groß zu erzählen? Jed war sein ganzes Leben lang ein Gauner. Er war ein Gauner, der uns fortschickte. Mich, meine schwangere Mutter und sogar Credence. Jed hätte nachkommen sollen. Tat er aber nie. Zum Teufel mit ihm. Wie geht's euch mit dem Tod eures Vaters und all dem? Es geht mir gut. Spart euch die Leier. Er ist tot. Und bald ist er für immer fort, wenn ihr eure Arbeit macht. Jed meinte, wir sollten mit Credence reden. Wisst ihr zufällig, wo er sich aufhalten könnte? Ihr solltet nichts darauf geben, was mein alter Herr euch erzählt. Er war nie hier. Er kennt uns nicht. Lasst Credence zufrieden. Mein Cousin hat nicht. Er ist kein... Wenn irgendwer böses Blut in sich trägt, dann ich. Ich bin böse bis ins Mark. Ein Mann, der seine Familie verteidigt, kann so böse nicht sein. Was kann ich schon tun, wenn das Böse durch meine Adern fließt? Tut, was ihr müsst. Ich werde nicht davonlaufen. Ich stelle mich meinem Schicksal, wie auch immer es aussieht. Habt ihr den Boten getötet? Ich
Wir... In meinen Träumen sehe ich ihn ertrinken. Sein Tod lastet schwer auf mir. Ich möchte nicht mehr daran denken. Ach, vergesst es. Vergesst alles. Ich tu's, wenn's möglich ist. Alleine schon, dass er sowas sagt, dass er verdorben ist bis ins Mark und böse, das macht ihn ja eigentlich schon nicht mehr böse. Seltsam, dass Belawitz zwar das Ertrinken erwähnt hat, nicht aber die Messerstiche. So oder so hat er Angst, dass er ein Mörder ist, wie sein Vater. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Noch kann er das Schicksal seines Vaters womöglich abwenden. Dann lass uns das Versteck von Credence im Wald suchen und die Wahrheit herausfinden. Schöner Tag für einen Gang, werter Herr. Ach, guck mal. Guten Tag, eure Lordschaft. Was führt euch in den Wald, Credence? Ein Spaziergang, mein Herr. Genieße die Ruhe und den Frieden. Am Ende tut er nur so, als wäre er so blöd. Ihr wirkt angespannt. Bedrückt euch etwas? Ehrlich gesagt, fühle ich mich seit einiger Zeit nicht so gut. Ja, wenn man heimgesucht wird, ist das oft so. Sagt mir, Credence, warum sollte ausgerechnet Onkel Jet euch heimsuchen? Jet Scudder, Onkel Jet, sucht mich heim? Was? Wie? Warum? Moment. Onkel Jet? Ein Mann wurde auf der Brücke über den Fluss ermordet. Jet behauptet, ihr wart es. Jet Scudder, Onkel Jet, wirft mir vor, ein Mörder zu sein? Jet? Muss ich mir Sorgen machen? Was kann ich tun? Helft mir! Lasst mich meine Arbeit tun. Das hilft schon. Du lieber Himmel, bitte helft mir, euer Gnaden, rettet mich, so wie ihr uns alle vor der schrecklichen Bestie gerettet habt. Ich werde es versuchen, Mr. Scudder. Ich werde es versuchen. Guten Tag, Mr. Scudder. Gott segne euch auch damit, mein Herr. So, das ist natürlich die Hütte hier, ne? Ja. Sehr versteckt. Wieder schön der Rauch aus dem Schornstein kommt. Auf dem Felsen dort oben befindet sich eine Hütte. Möglicherweise das Versteck von Credence? Sieht man ja gar nicht, die Hütte. Sehr unauffällig. Na gut, also wenn das Spiel jetzt davon ausgegangen ist, dass ich wirklich immer nur die Hauptwege ablaufe, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen schwerer zu sehen. Hallo? Versuch es noch einmal. Alpha Schwein. Ändere deine Strategie. Ey. Hier, bedien dich. Zeig ihnen, dass sie sich nicht mit Verbannern anlegen sollten. Ein Begräbnis! Was? Jetzt habe ich jetzt so die Wand rein verbannt. So, gucken wir mal. Konnte ich da eigentlich letztes Mal... Warte mal, ich hatte doch keinen Schlüssel... Nee, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da rein konnte. Ausguck. Nette Aussicht. Von hier aus hat man alle Hauptwege im Blick. Offizieller Brief an Beloved Scudder, Seite 1. Scudder, nicht Scudder. Provinz von Massachusetts Bay, Büro des Gouverneurs Sir William Phipps. Mitteilung zur Verurteilung und Hinrichtung, was? Als nächster noch lebender Angehöriger setze ich euch hiermit über den Tod von Jedediah Scudder, der, so ich richtig informiert bin, euer Vater war, in Kenntnis. Die Anklage lautete auf Mord. Das Mittel zur Hinrichtung war der Strang. Es folgte eine gerechte Verhandlung vor dem Assisengericht, bei der er seinen Charakter und seine Taten bedauerte. Der Henker verrichtete seine Aufgabe rasch und der Leichnam wurde unverzüglich zu Grabe getragen. Der Gefangene hinterließ eine Nachricht für seine Angehörigen. Diese findet ihr auf der nächsten Seite. Hochachtungsvoll, J. Smith, Gerichtsdiener, Seite 2. Boston 1695.
mein Sohn, sie haben mich gekriegt, wie sie auch meinen Vater und seinen Vater vor ihm gekriegt haben. Aber dich dürfen sie nicht kriegen. Achte das Gesetz und verhalte dich korrekt, um nicht ebenfalls dem Strang zum Opfer zu fallen. Du musst auf deinen Cousin hören, wie ich auf seinen Vater hätte hören sollen. Der richtige Weg führt immer geradeaus. Du musst ihm nur folgen, dein Vater. Credence wusste, dass Jet gehängt wurde. Er hat Beloved nichts davon erzählt. Er war von Jets Anschuldigungen überrascht, aber nicht von seinem Tod. Vielleicht wollte er Beloved den Schmerz ersparen. Machiavellis Abhandlungen über die ersten 10 Bücher des Titus Livius, Übersetzung aus dem Italienischen mit kurzen Verweisen, enthaltene Fehler. Bla 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 bla, so. Aha. Eine Abhandlung über den menschlichen Verstand in 4 Büchern, verfasst von John Locke Esquire. Aha, das muss ich jetzt nicht alles viele lesen. Viele Bücher für jemanden, der nicht lesen kann. Ja, ich sag ja, der tut nur so, als wäre er blöd. Hallo? Sollte die Miliz nicht mit Silber bezahlt werden? Aha, ein umfassender Geschäftsplan über, über eine Zuckerplantage irgendwo in Westindien, einschließlich detaillierter Kostenaufschlüsselungen, Blaupausen für ein Hauptgebäude und Nebengebäude, eine Karte des angebotenen Grundstücks, ein Finanzplan. 508 Realenstücke sollten ausreichen. Eine Plantage in Westindien. Bis ins letzte Detail geplant, inklusive Kaufpreis. Wir wissen genug. Alter. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen verwirrt. Tut er echt nur so, als wäre er blöd? Jet hatte recht. Credence ist tatsächlich cleverer, als er ja, vorgibt. Clever ist... Er kann lesen, schreiben, hat ambitionierte Pläne. Für eine Plantage braucht man jede Menge Geld. Das Silber bringt ihn mit dem Soldraub in Verbindung. Die Cousins stehen sich nah. Beloved könnte uns ebenfalls hinters Licht führen wollen. Wir müssen mit den Scudder-Jungs reden. Also, clever ist kein Ausdruck für das... Finde ich clever wäre, wenn er, naja, sowas wie Bauernschleuer besäße, aber er ist halt anscheinend schon sehr intelligent. Und definitiv nicht so doof, wie er tut. Krass, wie einen so in das Licht führen kann, einfach mal. Aber wenn er jetzt clever wäre... Sie streiten sich. Vielleicht kannst du hören, um was es geht. Wenn er jetzt clever wäre, dann würde er sich verstecken und nicht hier bleiben. Wir müssen unsere Taten gestehen und Gnade bitten. Ich werde nicht hängen. Ich kann mit der Schuld nicht weiterleben. Du kannst es. Und du wirst es. Fällt gar nicht auf, dass er da steht mit seiner weißen Klamotte. Und Athea steht halt einfach mittendrin, ist auch lustig. Bald liegt das alles hinter uns. Nur Eden, alles hier. Ich kann es nicht hinter mir lassen. Ich habe einem Mann den Kopf eingeschlagen. Ich muss gestehen. Nein, ich erzähle Ihnen, du hättest Haskells Mann erstochen und ich hätte dich dann aus Notwehr umgebracht. Wie der Vater, so der Sohn heißt dann, wenn du baumeln tust. Nein! Was zum... Jet? Keine Bewegung. Auch ihr nicht, Jet. Dem Herrn sei Dank, dass ihr hier seid, Mr. McGrace. Und Maul halten, bis wir das geklärt haben. Auf was wartet ihr? Wollt ihr euch nicht um den Geist kümmern? Credence, ihr wusstet, dass der Postbote erstochen wurde. Woher? Was? Ich? Von was redet ihr da? Ich wusste es, habe es aber nie erwähnt. Natürlich habt ihr das. Kann gar nicht anders sein. Credence, der Scudder-Junge. Der Scudder-Junge stellt sich dumm. Hat uns alle reingelegt. Mein Herr, ihr irrt euch. Ich schwöre es. Ihr brauchtet Geld für eure Plantage in Westindien. Als der Postbote mit dem Sold vorbeikam, habt ihr die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Beloved ist kein gewalttätiger Mensch. Als er davonlief, seid ihr dem Mann hinterher und habt es zu Ende gebracht.
Ihr habt Beloved in dem Glauben gelassen, er sei schuldig. Aber es war von Anfang bis Ende euer Plan. Das Blut des Toten klebt an euren Händen. Aber ich würde nie... Pah! Und ihr? Ihr seid selbst kein Engel und ihr seid auch kein Sheriff. Also, was wollt ihr tun? Credence. Wie? Ach, jetzt tu nicht wie ein aufgeschrecktes Reh, Beloved. Du steckst ebenfalls bis zum Hals mit drin. Jedediah, ihr wollt euren Sohn vor demselben Schicksal bewahren, das seinen Vater ereilte. Aber auf diese Weise wird eure Liebe ihn in den Tod treiben. Ich bin wegen Credence hier. Mein Sohn ist ein guter. Das spielt keine Rolle. Er hat getan, was er getan hat. Er muss die Konsequenzen dafür tragen. Vielleicht lehrt ihn das Bescheidenheit. Sein Vater liebt ihn wirklich. Das kann man nicht bestreiten. Verschont meinen Jungen. Bestraft seinen Vetter. Tote haben keine Befehle zu erteilen. Nehmt mich stattdessen. Vielleicht machen wir das sogar. Wollt ihr was zu eurer Verteidigung sagen, Beloved? Ich wusste nichts davon. Ich schwöre es. Schwachsinn. Er hat den Boten mit einem Stein erschlagen. Er war's. Du wusstest, was du tust. Du wolltest weg. Du wolltest den Sold. Verrotte in der Hölle. Du hast mich ausgenutzt. Ich werde es ihnen allen zeigen. Ein großer und reicher Mann werden. Mein Cousin an meiner Seite. Komm, wir haben uns gegenseitig ausgenutzt. Boah, seid ihr alles scheiße, ey. Credence Scudder, ihr und euer Cousin Jet werdet vom Geist eures Onkels Jet heimgesucht. Damit ist jetzt Schluss. Oh, Schuldzuweisung, Schuldzuweisung. Eigentlich würde ich hier gerne Credence... Ah, ja, ja. Soll ich ihn verbannen das erste Mal, Jedediah? Weil das ist auch ein Schwein. Ach komm, ich behalte meine Linie bei, aber ich sage immer, was ich dazu denke. Also die beiden hier, ne, die können von mir aus in der Hölle schmoren. Ich glaube, Beloved ist halt echt viel zu naiv gewesen, hat sich manipulieren lassen, aber... Ach komm, verpiss dich. Steig auf und hau ab. Scudder, ihr mögt euch um euren Sohn sorgen, aber es ist an der Zeit, ihn gehen zu lassen. Beloveds Fehler sind seine Fehler. Mit etwas Glück wird er in Zukunft weniger davon machen. Mein Sohn... Du wirst für mich immer der Junge mit den braunen Augen sein, der zu mir emporblickt. Dieser Junge ist tot. Für alle Ewigkeit. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe dich wirklich geliebt. Das weiß ich jetzt. Leb wohl, Jet. Geht in Frieden. Naja. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich jetzt gerne unter vier Augen mit meinem Cousin reden. Das wird bestimmt ein Fest. Ich habe kein Interesse, das mitzuerleben. Lass uns gehen. Wow, es ist einfach schäbig. Ja, eigentlich hätte ich das nicht durchgehen lassen sollen, aber mein Gott. Tricksfamilie, sorry. So, jetzt gehe ich erstmal den Punkt verteilen, dann geht's auch noch vor Jericho, würde ich sagen. Ja, komm. Einfangen finde ich, wie gesagt, ganz cool. Wechsel direkt nach dem zweiten schweren Angriff zu Antea, um einen Schlagangriff auszuführen, der Widerstände ignoriert. Aha. Die maximale Anzahl der Sudladung wird um 2 erhöht, aber die Abklingzeit der Manifestation wird um 30% erhöht. Um 2 sogar. Alter. Nee, komm.
Ich nehme das mit dem Wechsel, das finde ich gut. Lebensenergie brauchen wir gar nicht so viel jetzt gerade. So. Dann, da ist ja noch eine Nebenmission jetzt aufgetaucht. Gefrorene Täler. Oh, ich finde das Bild, das sieht schon so geil aus. Sleepy Hollow. Ah. Wo ist denn die Nebenmission oben? So, kann ich irgendwas... Hab schon alles so gut verbessert eigentlich. So, das heißt, da neben den Hauptweg wieder. Was ist das? Dem Geist folgen. Ne, mach ich jetzt nicht. Ein andermal vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich sag ja, vielleicht mache ich in der Mission noch alle, je nachdem, wie ihr da Bock drauf habt, aber... Ach, ich weiß nicht. So, wie gesagt, Sammelsachen werde ich jetzt nicht mehr alle mitnehmen. Das ist vorbei, leider. Body. Bin ja mal gespannt, was in Fort Jericho auf uns wartet. Ja. Jetzt geht's zum Fragezeichen, oder? Komme ich aber nicht rauf. Wo ist es? Ach da, wow. Ich dachte gerade, ich könnte es auch mit Antea abschießen. So. Das ist schon cool. Also die Landschaft gefällt mir jetzt besser als die Sumpflandschaft definitiv. Gefrorene Schlucht entdeckt. Ja, komm, ich geh straight durch. Ein friedlicher Ort. Zu einer anderen Zeit. Vor dem Albtraum, meinst du? Weiter zum Vor. Lass uns ein warmes Feuer für dich finden. Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt. Wo denn? Ach da. Ich frage mich halt, wie man auf die Idee kommt, hier oben irgendwo ein Fort hinzubauen. Aha. Okay. Oh, da geht Geballer oder was? Klingt nach Ärger. Schienen greifen das Fort an. Keinen Schritt zurückweichen! Ich glaube, das. Sind das eigentlich die Menschen oder ist das auch schon Geisterkram hier? Navigator. Nicht jetzt, Albert. Stellung halten. Was ist das denn? Was fliegt denn da? Oh, da ist die Kiste schon. Sehr gut. Haltet die Linie! Ist das so? Feuer einstellen! Der Kerl, der lebt noch! Shepard, ich sagte, Feuer einstellen!
Ah, shit. Da ist noch einer. Du bist in Schussreichweite hier. Aua. Tatsache. Niemand kommt rein oder raus, egal ob lebend oder tot. Mein Name ist Red McWraith. Ihr seht, ich bin ein Verbanner. Macht auf und lasst mich rein. Ich habe hier zu tun. Was ihr zu tun oder nicht zu tun habt, geht mir, verzeiht mir den Ausdruck, am Arsch vorbei. Der Befehl lautet, dass niemand hier reinkommt. Ich verstehe euer Dilemma, mein Freund. Wie heißt ihr? Mein Name ist Andrew White. Ihr macht einen freundlichen Eindruck und ich mag Schotten. Ja. Aber jetzt bin ich im Dienst und da bin ich nicht euer Freund. Wir haben hier genug Probleme. Ich kann nicht auch noch Befehle missachten. Priest oder Pennington würden mir einen Einlauf verpassen. Das möchte ich vermeiden. Wer ist dieser Priest? Kann ich mit ihm sprechen? Er ist eine Sie. Helen Priest ist nicht hier. Sie grast gerade die Außenposten auf der Suche nach Vorräten ab. Wenn ihr helfen wollt, Mrs. Priest und ihr Trupp sollten schon wieder hier sein. Den Außenposten könnt ihr nicht verfehlen. Er überblickt das Tal. Wenn ihr sie finden und dafür sorgen könntet, dass sie nicht krepiert, würdet ihr sicherlich in ihrer Gunst stehen. Und die öffnet bekanntlich Türen. Kämpfen, eure Vorgesetzte finden und sie aus der Scheiße ziehen. Verstanden. Das kriege ich hin. Die Schienen setzen ihnen wirklich zu. Wir vernichten zuerst das Nest in der Nähe, dann kümmern wir uns um die vermisste Vorgesetzte. Wie steht es um das Vor? Wie es um das Vor steht? Schlecht natürlich. Wir verlieren immer mehr Männer und unser Schießpulver ist so gut wie aufgebraucht. Priest ist mit Williams und einem anderen Soldaten ausgezogen, auf der Suche nach Vorräten. Wir sind noch nicht zurückgekehrt. Es ist gefährlich da draußen. Die Sucher werden häufig selbst zu Gesuchten. Gab's in letzter Zeit irgendwas Interessantes? Die Toten marschieren und ihr wollt einen Schwatz halten? Ich bewundere eure Gelassenheit. Aber bei Gott, jetzt ist der falsche Augenblick dafür. Natürlich. Wir werden uns wohl wiedersehen. Findet unsere Freunde, Verbanner. Oder erlöst sie von ihren Qualen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Sobald ich mich um den Schemenhorst gekümmert habe, suche ich nach dem Außenposten. Na los, ihr Mist. Ihr könnt es nicht töten. Kein Wunder, dass sie nicht aufmachen. Sie haben keine Wahl. Der nächste Angriff könnte sie überwältigen. Das Nest muss in der Nähe sein. Da ist eine Spur im Schnee. Jetzt ist die Frage, wo ist denn die letzte Figur jetzt? Vielleicht hier? Ich würde nämlich gerne die Kiste noch öffnen. Da kommen noch mehr. Holt euch euer Frühstück, Freunde. Du kannst mich ruhig um Hilfe bitten. Pisst euch! Massen von Schemen. Dem Vor wird das Pulver ausgehen. Diese Unholde sind nicht grundlos hier. Wie können die überhaupt darauf schießen? Das sind doch Geister. Wir können es ja nur, weil wir Verbanner sind. Aha, ist wieder ein Aufzug. Ah. Klemmt. Dann musst du wohl laufen. Muss ich wohl. Eieiei.
Ich würde gerne noch irgendwo mich an Feuer kurz setzen, weil der Part ist eigentlich schon vorbei. Kann denn hier überhaupt was wachsen bei dem Wetter? Vor allem soll es nicht... Also immer noch, von Anfang an hieß es doch, es wäre Sommer. Das ist ja nur der Albtraum, der das hier verursacht, dass alles so kalt ist. Aber hier im Norden scheint es kein Problem zu sein. Es ist noch nicht vorbei. Au. Ey. Lass mich dir helfen. Genau hier. Schütte das Loch zu. Begrab sie alle. Was? Was? Schütte das Loch zu? Ganz viel Kupfer. So, hier ist aber wieder Ende. Jetzt da bestimmt, ja. Mache ich das jetzt? Ach. So, vielleicht. Das sollte dem Vor ein wenig Zeit verschaffen. Hoffen wir, dass es für die berühmte Mrs. Prue noch nicht zu spät ist. Aber da oben ist ein Feuer? Ach, da drin. Ah, toll. Ich auch so speichern. Oh, ich kann auch so speichern. Na gut, Leute, ich mache jetzt leider Schluss. Das war's. Ich kann es vergessen, dass ich so speichern kann. Einfach mal. Ja, ich danke fürs Zusehen. Nächstes Mal machen wir weiter am Vor. Und bis dahin verabschiede ich mich. Ja, wir sehen uns wieder zu Banishers. Danke, tschüss.